Guten Morgen, die Herren. Morgen, Chefin. Ich habe eine Frage, Chefin. Warum fangen wir eigentlich so spät an zu arbeiten? Ich meine, wir haben 10 vor 11. Ja, was soll das? Das ist, wir haben eine Bekundung erstmal zu machen und da habe ich gedacht, dann brauchen wir erstmal. Ja, wir haben doch beim letzten Mal den Museumsbau beendet. Und das war so gut hier in der Stadtzeitung, im Stadtspiegel zu lesen. Da hat sich jemand bei mir gemeldet und er möchte, ob wir auch Prestigeobjekte uns vorstellen könnten zu bauen oder halt dafür zuständig zu sein. Geld stimmt. Immer ran damit. Ja, habe ich auch gesagt. Und, wir schauen mal nach. Dann gucken wir mal. Kampagne. Ach, die meint von dem schwierigen Typ hier. Ja, genau. Von dem Zipfelbart hier. Und er hat halt gesagt, erstmal eine Zufahrtsstraße, dass wir mal gucken. Obwohl, die haben wir. Haben wir die schon? Nein, die haben wir noch nicht. Nein. Ja, dann würde ich glaube mal sagen, dann machen wir das mal, ne? Warum kann ich die denn nicht in Dingens? Warte mal, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme. Ach so. Wir haben Probleme? Nee, alles gut. Ja, dann würde ich mal sagen, dann nehmen Sie das mal an. Ja, dann machen wir eine Zufahrtsstraße und zwar zum Villenviertel. Das sind also Prestigeobjekte für die oberen 10.000 wahrscheinlich. Ach so, da möchten Sie ja auch immer zugehören. Da können Sie mal eine Pulle Shampoo springen lassen. Ja, wahrscheinlich. Kauft da so eine Scheiße. So, ich nehme den Auftrag mal an und dann gucken wir mal. So, was brauchen wir denn alles? Aber sollen wir erstmal dahin? Also ich würde sagen, ich lagere erstmal mein Auto aus und fahre dahin. Ja, Sie können auch den Pritschenwagen mal auslagern. Ja, den werden wir definitiv wahrscheinlich brauchen. So weit weg ist das ja. Den Pritschenwagen, da ist er. Dann fahren Sie vor, Chefin, ne? Ja. Wir kommen dann hinterher. Jawohl. Wo ist denn mein Auto da? Ich wollte zufahren oder soll ich? Ich kann auch fahren. So. Ich weiß, dass du fahren. Ich hab hinterm Sitz noch was liegen, Junge. Aber psch. Haben Sie was gesagt? Ja, ich habe gesagt, wir müssen die Autos auch mal wieder waschen. Ach so, ja, das stimmt allerdings. Aber ich hatte jetzt noch gar nicht geguckt. Hatte der Finch nicht vom Wochenende da schon mal dran? Ja, hat er ja gemacht, aber ich habe ja nur ein bisschen die Gummibären auch weggesaugt. Ja, genau. Ach, gesaugt haben sie auch? Ja. Oh, der sieht aber sauber aus. Oh. Warte. Ja. Warte, so, jetzt kannst du. Okay. Dann fahren wir mal dahin, Leute. Würde mal interessieren, ob das immer noch ruckelt. Wie kann ich nochmal die Sicht wechseln? War das V? Ah, nee, mit F. F? Mit dem Rad. A Kamera. Was ist denn hier wieder los? Sag mal, wieder Berufsverkehr oder was? Ist hier Streik oder was? Alle mit dem Auto hier unterwegs sind, das gibt's ja gar nicht. Ist die Ampelanlage kaputt? Also das Einzige, was ist, was ich hier gerade festgestellt habe, ich kann mich mit der Maus aber nicht bewegen. Ne? Ich guck jetzt nur dem Finchi zu und das war's. Ah, jetzt. Hä? Was ist denn jetzt los? Alter. Irgendwas stimmt aber hier nicht. Ja, ist egal. Hallo, Entschuldigung. Jetzt kann ich. Sobald ich zum Finch gucke, bleibe ich hängen. Ah. Also dann gehen wir doch lieber auf Außenkamera. Ja, aber verlieben Sie sich nicht in den Finch, ne? Was soll ich? Ja, nicht, dass er auch noch einen Strahlen in den Augen bekommen oder so. Ja, nee, ist klar, Chefin. Sobald ich zum Finch gucke, bleibe ich hängen. Ja, aber woran bleiben Sie hängen? Das kann man jetzt so und so verstehen, aber so unter. Sie fahren einfach, ne? Dann ist denen völlig egal. Was ist das denn hier für eine Strecke überhaupt? Wo fahren wir überhaupt? Oh, ach du Schande. Oh, da haben sie aber schon vorgearbeitet. Ist wahrscheinlich die andere Baufirma wieder pleite gegangen und wir dürfen wieder hier in die Bresche springen. Na toll. Na super. Na klasse. Da freue ich mich ja schon wieder drauf. Ach je. Ja. Oh, stellen wir den mal hier am Rand hin, ne? Ja. Was, das Stückchen sollen wir hier nur machen? Dann hättet ihr denn auch mit der Schubkarre machen können. Hä? Ich mag ja solche Typen. Weißt du, die sind immer so glatt, allglatt.
Ah, den Helm aufsetzen, sonst sieht das nicht schön aus. Ach so, jo. Ich guck mir das mal eben hier an. Ah, da haben wir die Villenviertel, okay. Moin! Ey! Ja gut. Das ist doch ein bisschen, ist glaube ich, doch ein bisschen mehr. Ich glaube, wir müssen. Den habe ich doch letztens aufs Maul gehauen in der Kneipe. Dann ist der doch. Ja, ist der das? Ja, sicher. Hör mal zu, du Kackvogel, ne? Ich will dir mal was sagen, ne? Ich sag erstmal nichts. Das ist recht. Die Herren sind sie mal. Ich werde mal mit dem Investor sprechen. Schönen ja, guten Morgen. Sprechen Sie mal mit dir. Ja. Ich hoffe, die Herfahrt war nicht allzu nervenaufreibend. Schrecklich, wie es derzeit in der Stadt zugeht, nicht wahr? Überall herrscht Hektik. Alles ist eng und stickig und voller Abgase. Wenig einladend. Dabei hängen vom Image der Stadt auch wirtschaftliche Faktoren ab. Beispielsweise der Tourismus. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und der Stadt ein sehr teures Grundstück in bester Lage abgekauft. Dort will ich seit langem eine luxuriöse Hotelanlage errichten lassen. Einen Ruhepol, vor allem für die Besserverdienenden. Und du hast die verantwortungsvolle Aufgabe, dieses Projekt für mich durchzuführen. Leider fehlt noch ein letztes Stück der Zufahrt bis zum eigentlichen Bauplatz. Der erste Schritt wäre also, die Zufahrt fertigzustellen. Mag den schon nicht. Der erste Schritt, die Herrschaften. Die Herrschaften, ja. Warum duzen die mich alle? Warum duzen die? Bürgermeisterin duzt mich, alles duzt mich. Sie sind doch mit ihr so eng. Ja, bei der Bürgermeisterin, ja, aber nicht doch nicht mit ihm hier, mit dem Investor. Ja, wer weiß. Für die besser. Hat die Chefin sofort glänzende Augen? Ja. Ja, 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 da kann sie sich ja endlich ihr Traumhaus hinstellen. Ja. So, die Herrschaften, damit, da wir, hier öfter, auch, damit wir hier auch weiterkommen. Also ich würde sagen, wir holen den Tieflader, machen den die Raupe da drauf. Ich guck mal gerade, was wir jetzt hier an Aufträgen. Ja, aber. Die Raupe und dann die Walze. Bei den Groß? So wie wir das. Ja, dann müssen wir beides wieder verladen. Pass auf, Finchi. Wir beide springen wieder zur Firma zurück. Ja. Die Chefin lagert aus und wir verladen das dann. Wir verladen, kommen dann hier hoch. Ja. Genau. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich. Ja, ja. Denke ich auch. Ja. Bin auf Firma. So, lagern Sie mal aus, Chef. Jawohl, ich lager mal aus. Ta-ta-ta-ta-ta. Brauchen wir also die Walze brauchen wir auf jeden Fall. Da ist das schon mal. Du fährst dann wieder vor, Finchi, ne? Du hängst an und ja. Verlade dann. Und du kommst, du ladest dann auf, ne? Korrekt. Walze brauchen wir ja zum Schluss, also fahre ich die zuerst drauf. Ja, welche Walze brauchen wir eigentlich? Diese oder die Asphalt? Die Asphaltwalze kommt wahrscheinlich später, oder? Die kommt später erst. Kommt später erst. Und wir brauchen noch die. Da wieder die Raupe. Die Raupe. Genau. So. Ja. Das haben wir schon. Das ist aber nur das kleine Stück hier erstmal. Erstmal hat er ja gesagt. Ich hoffe, dass das diesmal funktionieren wird. Ja. Weil wir hatten ja letztens Probleme hier, die dann alles verladen. Ne? Aber das war, glaube ich, der Bagger, den man nicht verladen konnte. Ne? Ich gucke mir das, glaube ich, besser mal an, was die Herrschaften da treiben. So. Reißt mich mal ein. Wir gucken uns das mal an, Freunde. Ja, komm mal gerade. Jo. Ah, immer kommen lassen, immer kommen lassen. Weiter, 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 weiter. Ein Stück. Gut. Nummer 1 ist drauf. Jetzt kommt noch die Raupe. Da war doch irgendwie mit der Steuerung wieder, ne? Oh. Ah, komm, man kann die sogar anheften hier. Anheften? Ja, sichern, Ladung sichern. Ja, eins ging immer, aber ich weiß nicht, wie der zweite war. Oh, weiß mich mal ein. Ja. So, jetzt gerade erstmal. Stückchen zur Chefin. Gerade. Zur Chefin rüber. Zu mir rüber, zu mir. Stück.
Ja. Weiter. Jetzt ziehen gerade. Ja. Geht das? Weiter komme ich nicht? Nee. Ich kann nur ein Fahrzeug befestigen. Das ist doch kacke. Warten Sie. Fahren Sie mal die Walzen ein Stück vor. Auch weiter vor geht da, glaube ich, nicht, oder? Warum kann ich nicht rückwärts fahren mit dem Ding? Gut. Jetzt müsste das aber gehen. Fahr mal ein Stück vor, Micha. Ja. So. Nee. Fahrzeug kann nicht passende Position gefunden. Wahrscheinlich ist es. Kann ich mit dem Eierteil nochmal rückwärts fahren? Also, alles klar. Pass mal auf. Ich guck mal, ob ich hier das Schild runter machen kann. So, jetzt versuch mal. Gehen. Nee, geht nicht. Ja, weil dann da jetzt, ja. Die Walze, ja. Die Dings ist jetzt fest. Ja. Ja, die Walze kannst du nicht, weil die Chefin da drin ist. Ja. Raus da. Nee, aber das zeigst du nicht an. Vielleicht muss ein Wagen, ein Fahrzeug andersrum darauf. Hat die Walze rückwärts drauf? Warte mal eben. Weiß. Dann haben wir dasselbe Problem. Ich habe auch wieder hier unten die ganze Zeit die Meldung hier drin. Welche? Ja, hier, Fahrzeug kann nicht befestigt werden. Achso, okay. Vielleicht muss der immer zwischen zwei Dingern sein hier. Ausprobieren, ne? Warte mal, ich zieh den hier auch nochmal zurück. Der steht ja eigentlich richtig. Nee, oder? Versuch mal. Mhm. Ja. Ja, ja. Jetzt ist. Also, das heißt, mal so stehen, dass wir. Ja, genau. Ja, das sind. Ein Brett frei bleibt dazwischen hier. Ja, ja, genau. Guck mal, die Walze zum Beispiel nicht bis vorne ran, sondern immer zwischen den Brettern stehen mit den Reifen. Siehst ja. du das? Dass diese drei Bretter da frei sind. Ja, korrekt. Ja. So, Finchi, du kommst danach. Ich krieg schon mal in den LKW hinten rein. Ja. Wie war das denn nochmal? Ja, mit drei, ne? Geschichte wieder, wir müssen wieder abtragen. So. Dann warten wir auf den Finchi. Jawohl. Weißt du, was kacke ist? Denn? Wir müssen hier oben nicht drehen können. Ja, wir können den ja nach hinten rausfahren, ist ja nicht das Problem. Weil er muss erstmal die Zufahrtsstraße hier hochkommen. Haha. Das stimmt allerdings. Das wird. Aber das kann er. Aber das kann er, glaube ich. Hätten Sie vielleicht lieber fahren müssen, Herr Hoxton. Nein. Da ja, kommen Sie, wir gucken mal. Weil da sind da doch schon ganz schöne Kurven. Ja, aber der lenkt doch hin. Ja, das weiß er ja Finch ja nicht, oder? Da geht schon gehupisch los, hören Sie das? Wo kommt denn der? Wo ist er denn? Komm, den Berg komm hoch. Echt? Jo, mit 20 km/h tucke ich den Berg hoch. Oh, da ist er schon. Ja, Hauptsache du kommst hoch, alles ist egal. Jo! Chefin, springen Sie rein. Nee, fahren Sie mal. Okay. Achtung! Ja, das geht doch, läuft doch, würde ich sagen. Halb so wild. Ah, wir haben schon eine gute Maschine gekauft. So, ich würde sagen, sie bleiben hier vorne. Ja, oder so. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob du. Oder soll ich bis zu der. Ja, bleib doch erstmal so stehen, weil dann kannst du doch eventuell noch den. Ja. Da kann er ja machen. Ja, ist okay. Ich dachte nur, falls wir mal mit dem Ding raus müssen, ne? Guck mal, bist du Barke hier. Jo.
So, einmal bitte die Stützen raus. Wo wollen Sie rein? Ich? Ja. Komm, da mit dem Abgang, der fängt ja am besten drauf. Nein, ich meine jetzt mit dem, was wollen Sie hier runterfahren? Was brauchen wir denn zuerst? Erstmal abtragen, ne? Ja. Stimmt. Also brauchen wir wohl die Raupe, ne? Oh, scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Falsch Knopf gedrückt. Wo ist denn jetzt die Raupe? Hast du rückgesetzt? Ja. Falsch Knopf gedrückt. Ja, er fährt halt gerne mit der Raupe. Ja, er hat halt die auch drauf. Ich kann ja schon mal die Walze runterfahren. Wir brauchen sie ja auf jeden Fall, oder? Oder wollen Sie das? Ja, mach ich schon. Ja, dann lassen Sie mal langsam kommen. Ja, weiter. Sieht gut aus. So, aber. Lasst euch sagen, ich werde der neue Bürgermeister. So. Wollen Sie die so machen oder wollen Sie quer? Ich kann doch auch zum Rand schieben. Wenn Sie von hier darüber schieben? Weiß ich nicht. Probieren Sie erstmal. Ja, das Dumme ist ja, dass die Dinger da hinten weg. Naja, stimmt auch wieder. Aber. Haben Sie schon gesehen? Da haben Sie sich auch die. Hier entsteht ein Neubaugebiet. Ah. Bauherr Schlingel. Ja, Schlingel? Ja, der Harpe. Ich glaube, wir müssen hier auch noch Hans-Peter Harpe. Ja, ja, klar, das scheint hier. Er hat ja gesagt, der erste Schritt ist diese Zufahrtsstraße, damit das hier alles reibungslos vonstatten geht. Ne? Ja, aber hier ist auch noch keine Straße. Nee, hier wird auch noch ein. Ist auch so ein Schotti-Weg. Ich weiß gar nicht, wo geht das denn hier überhaupt dann hin? Ach, mich gerade, wo ist denn hier so ein Bauwagen zum Fenster? Ja, wir sind ja nicht so weit weg. Ach du David, wie sieht das denn hier aus? Ach du David. Ja, hier müssen wir aber, Herr Hoxen, hier müssen wir aber, kommen Sie mal bitte. Muss ich das mal an hier? So. Ja, das machen wir aber nicht. So geht das nicht. Das ist, wir machen erstmal den Bauer hier fest. Ja, aber das sieht ja hier unmöglich aus. Gesehen, Freunde, das steht ja alles voll. Da müssen wir mit dem Kran die ganzen Steine erstmal aus dem Weg räumen. Also so geht das nicht. Ja, ich denke mal da oben und dann kommt irgendwie. Da hier. Da sind überall Steine auf dem Weg. Müssen wir mal runterlaufen. Zeig. Ja, das wird von daher so sein, dass dann eben halt abgetragen werden. Der da drauf. Yeah. Ich habe das Gefühl, dass wir auch noch baggern. Aber asphaltieren und sowas. Das ist möglich, Herr Ochsen. Ja, sieh es. Oh, das ist super.
Jawohl. Also 60%, 65 haben wir noch. Ist das schon die letzte Bahn jetzt hier? Könnte gut sein. Auf jeden Fall müssten immer die gelben Linien weg sein. Na gut, hier sind sie ja noch da, ne? Steffi, gehen Sie mal weg. Ich glaube, einen muss ich noch ziehen, ne? Den Rand hier, den wahrscheinlich die Erhöhung, die wir hier noch haben, auch noch mal. Oh, ja. Könnte klappen. Bau nicht. Könnte nicht. Ja, er hat hier noch so ein paar Hügels stehen gelassen. Da muss man wahrscheinlich, ihr müsst mal euch merken, das Blatt ein bisschen nach seitlich zu drehen, damit ihr das wegschiebt, praktisch zur Seite, damit dann nicht mehr hier solche Hügel entstehen. Hundert. Jawohl. Ziehen Sie wunderbar noch durch, Herr Finch, bitte. Ja, lass doch. Brauchen wir doch. Jawohl. Okay, wir laufen nach hinten. Dann, Chef, würde ich mal sagen, wir haben schon 22 Uhr. Ja, ich wollte nur eben die Aufgabe hier fertig machen. Gleich macht es Patsching. Patsching. So, verdichten. Na ja gut, ihr wisst. Das machen wir aber dann morgen, ne? Das auch. Also Leute, tschüss. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.